Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mit dem Änderungsantrag der Piraten anfangen. Man muss sich schon überlegen, warum man, ich glaube, 5- oder 6-mal mehrstündig zusammengesessen hat, wenn hinterher eine offiziell getroffene Vereinbarung nicht gilt. Dann können wir uns, glaube ich, die Zusammentreffen demnächst auch sparen. Das ist der Mühe da nicht wert. Wir werden diesen Antrag ablehnen. Wir haben einen ausführlichen Antrag zur Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses hier vorgelegt. Dieser Antrag ist meines Erachtens fast schon ein Stück zu lang für eine normale Legislaturperiode, die wir vor uns haben. Man muss sich schon auch fragen, wie tief wir da reingehen können. Aber so sind nun mal Kompromisse. Das hat der Kollege Zimkert eben auch geschildert. Da war Interesse daran, auch verschiedene Themen, die wir schon auch beleuchtet haben, erinnert sei an Box Kleber oder auch die Russlandgeschäfte, die auch hier parlamentarisch aufgearbeitet wurden, nochmal im parlamentarischen Untersuchungsausschuss anzugehen. Dann machen wir das. Wir werden das auch mit aller Sorgfalt tun und wir werden das auch gewissenhaft tun. Ich möchte nur auch daran erinnern, Frau Kollegin Scharrenbach, Sie hatten eben nahegelegt, dass die WestLB das Regierungsinstrument verschiedenster Landesregierung gewesen sein soll. Ich würde immer aufpassen, wenn wir einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen, ob man die Ergebnisse schon am Anfang hat, welche Fragen man dann stellt. Und insbesondere wäre ich auch bei den Schlussfolgerungen zumindest vorsichtig. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Rede eine ganze Menge Zeitungsausschnitte, einige Bücher und auch die Geschichte der WestLB angeguckt, die ja bis ins letzte Jahrhundert weit zurückreicht. Und Herr Kollege, ich wüsste nicht, ob Sie mich überhaupt kennen. Also vielleicht lassen Sie einfach die Unterstellung sein. Sie können davon ausgehen, dass ich es nicht nötig habe, mich vor Ihnen irgendwie darstellen zu müssen. Um zurückzukommen, ich habe die mir sehr intensiv angeguckt. Und insbesondere der Ministerpräsident Rüttgers hat weitreichende Entscheidungen auch zur Zukunft der WestLB im Jahr 2007 getroffen, die nicht zwingend im Interesse der Bank gewesen sein müssen. Das werden wir uns dann im Zweifel auch nochmal angucken. Und liebe Frau Kollegin Freimuth, ich möchte Ihnen auch außerordentlich danken, dass Sie so kompromissbereit und auch intensiv an der Erarbeitung dieses Prozesses mitgearbeitet haben. Und ich gehe davon aus, und da bin ich auch sehr froh darüber, dass die FDP-Fraktion hoffentlich eine vernünftige Entscheidung bei der Besetzung trifft. Ich hoffe, ich mache Ihnen jetzt keine Schwierigkeiten mit dieser Ehrerbietung an dieser Stelle und gehe davon aus, dass wir diesen Prozess sehr konzentriert nach vorne treiben. Ich möchte nur an zwei Punkte schon erinnern in diesem Zusammenhang. Erstens, es war nie nur eine Landesbank, sondern die Sparkassen hatten große Anteile an dieser Bank und es war auch nie nur eine Geschichte, die hier zu erzählen ist. Deswegen ist es auch wichtig, die aufzuarbeiten und auch die sozusagen richtig gestalten. Was mich ein bisschen betrübt ist, sie wird ja letztlich eine Aufarbeitung einer Geschichte sein, die vollendet ist. 2012 war das Ende der WestLB und 2016 wird das Ende der Eigentümerschaft des Landes an der Portigon sein. Und dann wird nur noch die Helabar über sein, die als Sparkassendachverband die Aufgaben für die Sparkassen macht. Also insofern wird für das Land nach vorne nicht mehr so sehr viel hier herauszuarbeiten sein. Und ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Und da werde ich dann schon sehr intensiv drauf achten und deswegen auch gewisse Reaktionen, wenn immer wieder Fragen im Einzelnen gestellt werden, die eigentlich in den Untersuchungsauftrag hineingehören. Wir müssen auch darauf achten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch bei der Portigon aktiv sind, und diejenigen, die in der EAA wichtige und offensichtlich erfolgreiche Arbeit zur Abwicklung der Schrottpapiere und sonstigen Portfolien für uns leisten, nicht gefährdet werden und dass dadurch auch nicht gefährdet wird, ein gutes Ergebnis für das Land Nordrhein-Westfalen und letztlich auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich finde, wir müssen eine vernünftige Balance finden, a, unserem Untersuchungsauftrag gerecht zu werden und b, die Interessen des Landes, insbesondere in der Abwicklung und im Fortbetrieb der notwendigen Aktivitäten der eben genannten Institutionen zu schaffen. Und da werde ich einen wichtigen Beitrag zu leisten, da immer wieder darauf zu achten und eben nicht in die Reflexe zu verfallen, alles, was dem vermeintlichen politischen Gegner vermeintlich schaden sollte, rauszuhauen, komme denn was wolle. Vielen Dank.